Willkommen zu einer Ausgabe vom Trainingslager des LASK in Alicante Algorfa von Zimmerduell. Bei uns ist heute der Dominik Frieser und der Petzi Michal. Jungs, wir spielen da jetzt ein Zimmerduell. 7 Fragen gibt es zu beantworten. Es sind eure Informationskünste gefragt. Bin gespannt, wer sie da durchsetzen wird heute. Das ist mal keine Frage, wer sich da durchsetzen wird. Seid ihr bereit für die Fragen? Sicher. Natürlich. Okay, dann legen wir los. Wie viele Einwohner hat Österreich? Bitte aufschreiben. Oh ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind keine Fragen, wo man sich nicht blamieren kann. Ganz extrem blamieren. Ich weiß wirklich nicht. So, bitte kurz in die Kamera halten. Ah, ihr zwei! Okay. Was ist das? Es sind 8,8 Millionen. Ah! Ja. X! Das ist ein X. Erste Frage X. Traumhaft. Okay. Zweite Frage. Wie heißt der Bundespräsident von Österreich? Das da kann man sich extrem blamieren, das ist ja wohl peinlich. Aber der Friese schreibt genauso viel wie ich, deswegen glaube ich. Ich weiß nur, wie ich ihn richtig schreibe. Okay, in die Kamera. Alexander Van der Bellen ist natürlich richtig. Also, wir haben. Ja, jetzt beide 1 und X. Passt perfekt. Okay. Dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter in die Tiefe. Wie alt ist der Reinhold Ranftl geworden heute? Easy. Easy. Ein alter Sack. Ah, beide wieder. Okay, also 2-2. Nächste Frage. Wann war das Fußball-Highlight Córdoba? In welchem Jahr? Weißt du? Ich überlege. Schau nicht um. Ich schau nicht. Für mich, glaube ich. 1986, 1978. Was sagt das Orakel? Dominik Frieser, bravo, 3-2 für dich. Nächste Frage ist, wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Das was? Das Hawaii? Das hawaiianische Alphabet hat wie viele Buchstaben? Das kann man jetzt nicht schätzen, oder? Ja, keine Ahnung. Das hört sich ganz so gleich an, bitte. Das kann ja nicht viel sein. Jetzt geht's gerade durch, also. und 19, es sind 12, somit ist der Friesi 4-2 vorne. Ist das lang? Das hawaiianische, wie viele Fragen haben wir noch? Jetzt haben wir 5. Also 2 noch? 3 haben wir noch, ja? Also kann ich nur noch ein X einholen. Ja, du kannst nur mehr X einholen. Ja, ich mach X. Okay. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Bist du nah, warte, ich muss kurz den Golfball durchgehen. Wissen das die Golfer? Nein. Und dieser Golfer weiß, kriegt er von mir einen Orden. So viel, gell? Nicht schon? Ist das zu wenig?
Beide falsch, aber der Betz ist näher, es sind 336. So viele, das ist so, das ist. Und die Eingebungen sind schon so groß. So. Quizfrage. Die letzte Frage. Letzte Frage. Ja, aber die darf man nicht richtig ansetzen. Jetzt geht's dahin. Wie lange dauert der 30-jährige Krieg? Wie lange dauert der 30-jährige Krieg? Das ist sehr Fangfrage, oder? Ja, na, sicher ist das eine Fangfrage. Der 30-jährige Krieg? Die wollen es nur. Der 30-jährige Krieg, wann hat es einen 30-jährigen Krieg gegeben? Wie lange dauert der 30-jährige Krieg? Ich glaube, es soll uns gar nicht gehen. Ich glaube, er meint, wie lange von 30 Jahren, also wie lange der halt dauert, die 30 Jahre, wie du glaubst. Ich glaube, das Sorgefangfrage ist. Ich glaube auch, das Sorgefangfrage ist. 30 Jahre. Ich schätze halt einmal. Okay. Warte, ich schätze. Ich glaube, du willst uns verarschen. Ich glaube auch, dass uns echt nicht. 29,30, somit gibt es einen Sieger, Dominik Frieser. Herzlichen Glückwunsch, 30 Jahre. Ja, herzlichen Glückwunsch, Friesi. Du bist unser erster Sieger da am Trainingslager. Gratuliere. Ja, gibt es noch kurze Shake Hands und ja, morgen geht's weiter mit einer neuen Ausgabe von Zimmerduell. Danke. Für eure Unterstützung. Was der ohne Gegner ist, ja da nicht so schwer.